Benötige ich ein Sprachzertifikat, um in Deutschland eingebürgert zu werden? Und ist es sogar möglich, ohne Sprachzertifikat eingebürgert zu werden? In diesem Video erfährst du, wie du mit und ohne Sprachzertifikat die deutsche Staatsbürgerschaft erhältst. Welches Sprachzertifikat benötige ich eigentlich, um in Deutschland eingebürgert zu werden? Grundsätzlich ist es so, dass für die deutsche Staatsbürgerschaft eine Voraussetzung ist, dass du die deutsche Sprache sprichst. Jetzt stellt sich die Frage, auf welchem Niveau? Wie gut muss ich am Ende Deutsch sprechen? Und auch das ist im STAG geregelt. Grundsätzlich musst du, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, Deutsch auf dem Niveau B1 sprechen. Es gibt Sprachzertifikate von A1, sehr wenig Deutsch, bis C2, du sprichst fließend Deutsch. Und für die Einbürgerung brauchst du grundsätzlich nur ein B1-Zertifikat. Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, kannst du nach 8 Jahren eingebürgert werden. Jetzt gibt es eine Besonderheit. Man möchte, beziehungsweise der Gesetzgeber möchte Menschen, die in Deutschland leben und besonders gut Deutsch sprechen, bevorzugt behandeln. Das bedeutet, wenn du besonders gut Deutsch sprichst, nämlich auf einem B2-Niveau, kannst du bereits nach 6 Jahren eingebürgert werden. Das ist auch der Grund, warum es sich lohnt, neben vielen anderen Vorteilen, schnellstmöglich die Sprache zu beherrschen und am besten, zumindest im Sinne der Einbürgerung, sogar ein B2-Sprachzertifikat zu haben. Jetzt gibt es aber noch eine ganz andere Konstellation. Es gibt nicht wenige Menschen in Deutschland, die noch nicht eingebürgert sind, ziemlich gut Deutsch sprechen, aber kein Sprachzertifikat haben. Und auch für die ist es teilweise möglich, eingebürgert zu werden, und zwar ohne ein Sprachzertifikat. Wann ist das der Fall? Das ist immer dann der Fall, insbesondere wenn du eine schulische Ausbildung hast. Das heißt, du hast möglicherweise warst von der 7. bis zur 10. Klasse in einer deutschen Schule und hast im Fach Deutsch mindestens eine 4 gehabt. Dann ersetzt dies das Sprachzertifikat. Viele Behörden, insbesondere wenn es um die Einbürgerung geht, erklären immer wieder, es wird trotzdem ein Sprachzertifikat gefordert. Das ist nicht richtig. Der Nachweis, insbesondere über Zeugnisse des Spracherwerbs, genügt. Zusammenfassend kann man sagen, grundsätzlich kannst du nach 8 Jahren mit einem B1-Sprachzertifikat eingebürgert werden. Du kannst bereits nach 6 Jahren mit einem B2-Sprachzertifikat eingebürgert werden. Und wenn du die Sprache beherrschst und das nachweisen kannst, zum Beispiel über einen Schulabschluss oder über mehrere Jahre eines Schulbesuches in Deutschland, kannst du auch ohne Sprachzertifikat eingebürgert werden. Und ob das dann nach 8 oder nach 6 Jahren erfolgt, hängt davon ab, letztendlich, was du für eine Note im Fach Deutsch, was du möglicherweise für eine Note mit deinem Abschlusszeugnis erzielt hast.